Ja, hallo, guten Abend und herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz nach der Begegnung zwischen dem VfL Osnabrück und dem SV Darmstadt 98. Ich begrüße hier vorne bei mir sehr herzlich die beiden Trainer, den Trainer des SV Darmstadt 98, Jürgen Seeberger, und unseren Trainer Pele Wollitz. Der Gästetrainer hat das erste Wort. Herr Seeberger, bitteschön. Ja, danke. Ja, wir sind gut gestartet in das Spiel, hatten gleich eine Riesenchance von Dani Latzer. Hatten auch sonst recht zielstrebige Angriffe, gute Ballgewinne. Es ging so circa eine halbe Stunde, aber dann kam natürlich Osnabrück auch besser auf. Aber ich denke, wir konnten immer unser Tor gut verteidigen. Und zweite Halbzeit hatte Osnabrück eigentlich gar keine große Chance. Wir doch mit dem Hesse, Uwe Hesse, eine Großchance, denke ich. Und die ein oder andere aussichtsreiche Situation, ich denke an den Freistoß aus 17, 18 Meter. Ja, gut, dann machen wir das Tor nicht. Ja, und dann kommt eine eigentlich einfache, relativ einfache Situation, ja, wo wir halt den Fehler machen und dann steht es 1-0. Die Mannschaft hat super gekämpft, hat alles gegeben, hat sich auch taktisch sehr geschickt verhalten und von dem her gesehen können wir hier auch viel Positives mitnehmen und ich denke, das ist wichtig, dass wir jetzt natürlich die Köpfe schnell wieder hochnehmen. Samstag geht es weiter, auch wieder gegen eine Spitzenmannschaft, gegen Bielefeld und ja, ich denke, wir müssen jetzt erstmal wieder die Frische finden bis Samstag und vor allem die guten Sachen mitnehmen von hier. Danke. Danke, Herr Seeberger. Pele, dein Kommentar zum Spiel, bitte. Ja, es ist so, dass ich glaube, dass ich da nichts Falsches sage, dass wir sehr, sehr glücklich gewonnen haben. Wir haben nicht unser Spiel gefunden. Wir haben uns schlecht bewegt. Wir haben zu lange gebraucht mit der Ballmitannahme. Wir konnten nicht Spieler binden. Der Gegner konnte immer dann im 4-4 und dann mit einem halben, mit Costa immer abkappen, konnten immer die Räume zustellen, haben gut in dem Raum gestanden, haben auch übergeben. Also die haben die Räume nicht frei gemacht. Wir haben dann versucht, flach durchzuspielen, haben da viele Aufbaufehler gehabt durch Martin Hudek, sehr viele sogar. Konnten dann, ja, und dann verlierst du deine Sicherheit und wir haben dann versucht, uns reinzukämpfen. Wir haben auch in der Halbzeit gesagt, dass es uns heute extrem schwer fällt. Ich denke, dass es nicht nur damit begründet ist, dass wir mit dem Innenverteidiger auf der Außenverteidigerposition gespielt haben. Natürlich ist es was anderes, weil ein bisschen diese Balance fehlt. Wir haben dann sehr viel über links gespielt, konnten uns aber da auch nicht so durchsetzen. Ich finde, dass die Mannschaft lernen muss, dass sie von vornherein des Spiels das Tempo aufnehmen muss. Dann hat sie ihre Qualitäten, dann hat sie ihre Möglichkeiten, dann ist es schwierig gegen ihr zu verteidigen, aber das haben wir nicht gemacht und von daher, der Gegner wird dann natürlich immer besser. In der zweiten Halbzeit wird ein ausgeglichenes Spiel gesehen, auch mit den Vorteilen vielleicht eher für Darmstadt, wenn Lucky Punch fällt, dann eher für Darmstadt. Vielleicht hat Manuel Riemer mit seiner Ruhe und mit seiner Ausstrahlung oder Zoller mit seinem 70-Meter-Sprint nach hinten den Ball noch zur Ecke gegrätscht hat, macht auch nicht jeder Stürmer, obwohl er heute nicht so gut gespielt hat, auch nicht so präsent gewesen, hatten wirklich unterm Strich, muss man ehrlich sagen, das Quäntchen, mehr als das Quäntchen. Ich hätte sogar nach dem Spiel gesagt, 0-0 wäre schon glücklich gewesen, aber so ist das manchmal. Ich kann mich erinnern, auch wenn es eine andere Liga war, Jürgen weiß das, wir waren damals in Aachen auch die klar bessere Mannschaft mit Osnabrück und mussten leider auch 3-1 verlieren. Heute hat sich das mal ausgeglichen für uns. Anderes Spiel, andere Liga, weiß ich auch. Aber manchmal kommt das dann mal so zurück. Und also Darmstadt sehr gut. Das hat wieder mal gezeigt, was ich jetzt die ganzen Wochen schon sage, dass wir in einer ausgeglichenen Liga uns bewegen. Auch für Osnabrück ist sie ausgeglichen. Wir sind nicht viel schlechter, aber wir sind auch nicht besser. Und deswegen ist es umso enttäuschender, dass wir letzte Woche so begleitet worden sind. Umso erfreulicher muss ich dann natürlich auch erwähnen, dass uns das Publikum heute geholfen hat. Wir haben nicht so gut funktioniert. Wir waren nicht so. Wir haben den Gegner nicht wehgetan, indem wir ihn attackiert haben. Wir haben ihn nicht bei der Ballannahme gestört. Und das Publikum hat uns dann wirklich ab der 75. Minute geholfen. Und dafür vielen Dank. Ich denke, dass auch man eine Mannschaft dann auch mal in schwierigen Phasen unterstützen sollte und sie nicht als Versager abstempeln, weil Versager ist für mich was ganz Schlimmes. Ein Spieler, der auf den Platz geht, der möchte gewinnen, der möchte Erfolg haben. Und wenn er mit dem Wort tituliert wird, Versager, das ist sehr, sehr weit hergeholt. Da sollten sich einige mal den Spiegel nehmen und sollten sich mal da angucken, wenn zu Ihnen jeden Morgen einer sagt, er wäre ein Versager, wie er sich dann fühlen würde. Vielen Dank.
Danke, Pele. Ihre Fragen an die Trainer. Ich darf einmal um Handzeichen bitten. Ali Batke, Osnabrücker Zeitung, bitteschön. Ja, Pele, es hat uns überrascht, dass du Pissot auf die Außenverteidigerposition gezogen hast. Das ist ja nicht sein Revier. War es vorher schon mal gewesen, habe ich dann später mal gehört. Baumer fällt lange aus, 3-4 Wochen. Ist das jetzt die Lösung für die Seite mit Pissot auf rechts? Erstmal wusste ich nicht, dass du mehr weißt als ich, dass Boomer 3-4 Wochen ausfällt. Ich weiß nicht, wer dir diese Information gegeben hat. Also für mich ist sie neu. VfL.de. Physiotherapeut. Physiotherapeut. Okay. Also Journalist mit Mediendirektoren machen jetzt die Spaß beiseite. Wir haben drei Außenverteidiger, die das sehr, sehr gut spielen können. Tomic, Boomer und Fischer. Fischer hat schon Assist gehabt, hat eine herausragende Partie in Karlsruhe gespielt und die fallen uns alle aus. Dann versuchst du natürlich, was ist jetzt das Sinnvollste? Ich denke, dass in der Phase, wo wir uns befinden, mit Latkowski nicht das Richtige gewesen wäre. Staffelt habe ich gedacht im Zentrum im Heimspiel gegen die Mannschaft, die in den letzten zwei Spielen nicht nur erfolgreich gespielt hat, auch sehr kompakt gespielt hat, sehr gutes Umkehrspiel gehabt hat, war es eigentlich wichtig, eine gute, stabile Sechs zu haben. Insgesamt ist es so, dass ich natürlich lieber einen offensiveren Verteidiger da hätte, weil man kann dann sehr, sehr viel Druck machen, sowieso gegen Gegner, der das dann versteht, die Räume schnell zu verengen, zu verdichten, ist es wichtig, auf den Außenpositionen 1-gegen-1-Situationen zu gewinnen. Zumal wir dann noch Andreas Glockner auch ein Spieler haben, der sehr oft ins Zentrum zieht. Also das heißt, wir sind sehr überzahlt im Zentrum, aber da kommst du nicht hin. Müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das Samstag machen. Zumal, glaube ich, Hudek fünfte gelbe Karte bekommen hat, wie wir das lösen. Was mich gefreut hat, ist, dass Sebastian Neumann sehr, sehr stark gespielt hat, sehr stabil, sehr kopfballstark, sehr sicher für sein zweites Spiel. Muss sagen, ist das schon, hat das eigentlich bestätigt, warum wir das gemacht haben. Und den Rest müssen wir dann gucken. Also es kann auch wirklich sein, dass ich da mal einen Offensiven hinstelle, ob Glockner oder Piosek, egal. Ja. Weitere Fragen? Ja, nochmal Ali Batke, bitte. Ja, die Situation stellt sich ja jetzt so dar, dass ihr 6 Punkte aus den letzten beiden Spielen geholt, kein Gegentor gefangen hat. Jetzt gegen einen Gegner spielt Rostock, der ebenfalls einen guten Lauf hat. Vom Selbstbewusstsein ist das eigentlich eine ideale Konstellation, zu sagen, wir müssen da nicht verlieren. Also ich glaube, wir haben zum 7. Mal zu 0 gespielt. Mit einer fast kompletten neuen Mannschaft kann das nur wiederholen. Das ist nicht selbstverständlich. Dass wir noch einiges vor uns haben, ist auch klar. Ich finde, dass wir nicht der Favorit sind. Wir sind bescheiden, aber wir sind gierig für 3 Punkte. Also wir werden auf Sieg spielen, weil wir haben jetzt eine Konstellation. Ne? Ich meine, wir haben 22 Punkte nach 11 Spielen. Ich glaube nicht, dass man das der Mannschaft unbedingt vor der Saison zugemutet hat. Und jetzt hat sich das erarbeitet, heute natürlich mit den Quäntchen, aber das gehört auch dazu, glaube ich, dass wir befreit aufspielen können. Und wir möchten uns jetzt im Moment für die Situation oben da festbeißen. Wir wissen aber auch, dass wir aufgrund der ganzen Umstände eigentlich da nicht hingehören, aber es haben ja schon andere Mannschaften Erfolge gefeiert, die dann vielleicht auch nicht dahin gehört haben. Gibt es noch Fragen an die Trainer? Einmal hier in der Mitte, bitte. Ja, guten Abend, Colin Manke von Liga 3 Online. Jürgen, wie kann man die Mannschaft nach so einem bitteren Abend dann wieder aufbauen? Ja, das haben wir jetzt nach dem Spiel direkt schon gemacht und ich denke, morgen werden wir einfach ein paar Dinge ansprechen, vielleicht auch ein paar Bilder zeigen, die positiv sind. Ich denke, dass einfach die Mannschaft nochmal sich selber reflektiert und sieht, was sie geleistet hat. Und ich denke, dass das Kämpferische und das Läuferische sowieso gestimmt hat und das Taktische auch, das stimmt mich positiv. Und dass dann die ein oder andere Chance nicht drin ist, okay, aber wir haben sie uns erarbeitet und das sind, denke ich, Worte, die ich an die Mannschaft richten werde. Und dass immer ein Fehler zustande kommt, okay, das müssen wir alle miteinander tragen, weil das ist ganz klar, es gehört auch mal dazu und da muss man das schnellstmöglich abhaken, gehört zum Sport, gehört zum Fußball und am Samstag geht es weiter und ich denke, wie gesagt, wir können hier auch konditionell, ich meine, hier ist ein schwieriges Stadion, also für die Auswärtsmannschaft, zumindest heute, so wie mein Kollege gesagt hat, war es ja letztes Mal nicht so, aber heute waren die Zuschauer wieder toll und ich denke, wir haben ein super Auswärtsspiel an sich gemacht und das nehmen wir mit.
Gibt es noch Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann bedanke ich mich für Ihren Besuch. Für den VfL geht es jetzt am Samstag zu Hansa Rostock. Wir sehen uns an dieser Stelle wieder am 5.10. Freitagabend zum Heimspiel gegen den SVW in Wiesbaden. Ihnen allen noch einen schönen Abend, unseren Gästen eine gute Heimreise. Dankeschön. Danke.